Moin Moin! Mit diesem Video, dessen Titel bei dem Regisseur Hag Bohm ausgeliehen wurde, möchte ich die Gefährlichkeit der Nordsee unterstreichen, die in den letzten Jahrtausenden das geografische Bild Nordfrieslands bestimmt hat. Erdhebungen und Erdsenkungen einerseits und unzählige Sturmfluten andererseits haben unsere Landschaft geformt. In diesem Video gehe ich lediglich auf zwei besonders verheerende Sturmfluten in den letzten Jahrhunderten ein. Diese Karte stellt die vermutete geografische Struktur um 1350 dar. Die Utlande, das moorige Land zwischen Nordsee und Geestrücken, ist sehr flach und von zahlreichen Wasserläufen durchzogen. Am 16. Januar 1362 kommt es zur zweiten Marcellusflut, die in die Geschichte Nordfrieslands als erste große Manntränke eingehen wird. Nach dem Chronisten Anton Heimreich brechen an der nordfriesischen Küste 21 Deiche. Bei dieser Sturmflut sollen 100.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Eine Zahl, die vermutlich übertrieben ist, weil die Besiedlungsdichte Nordfrieslands zu jener Zeit diese Anzahl an Toten nicht hergibt. Die Utlande werden durch die Wassermassen verändert. Es entstehen die Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Strand und die Halligen. Die Siedlung Rungholt geht zusammen mit 7 anderen Gemeinden im Wattenmeer unter. Die Marcellusflut spaltet Südfall als erste Hallig von der Insel Strand ab. Die Nordsee holt sich in großem Umfang das Land, die Menschen und ihre Vermögenswerte. Etwa 270 Jahre später, am 11. bzw. 12. Oktober 1634, greift die Nordsee ein weiteres Mal massiv nach den Utlanden. Die Buchadi-Flut oder zweite große Manntränke verwüstet die Westküste bis hinunter zur Elbmündung. Den Chroniken ist zu entnehmen, dass der Pegel einen Stand von etwa 4 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht haben soll. Obwohl die Deiche schon erheblich verbessert worden waren, brechen sie diesmal an mehreren hundert Stellen. In Nordfriesland kommen nach historischen Belegen 8000 Menschen um. Vermutlich gab es sogar doppelt so viele Opfer. Tausende Stück Vieh verenden in den Wassermassen. Die Insel Strand oder auch Altnordstrand wird in Pellworm, die Halbinsel Nordstrand und die Hallig Nordstrandisch Moor zerrissen. Der Norderhever, ein bis zu 30 Meter tiefer Priel, entsteht. Die Halligen Nübbel und Nieland versinken im Meer. Welche Gewalten hier geherrscht haben müssen, wird jedem klar, der einmal eine Sturmflut erlebt hat. Mir persönlich hat die letzte große Sturmflut, die Nordfrieslandflut, im November 1981 mit einem Pegelstand von 4,72 Meter über dem mittleren Hochwasser in Dagebüll Respekt eingeflößt und deutlich gemacht, wie klein und hilflos wir Menschen gegenüber der Natur sind. Die Utlande werden auch heute tagtäglich durch die Nordsee, durch Wind und Gezeiten geformt. In Zeiten des Klimawandels verschärfen sich die Gefahren, denn durch das Abschmelzen der Polkappen steigt der Wasserspiegel der Meere unaufhörlich. Die in den Utlanden lebenden Menschen beobachten sehr genau diese Prozesse, wissen um die Gefahren und sind auf der Hut. Dieser kleine Einblick in die ständige Veränderung unserer Heimat möge genügen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.